Hallo Leute, hier ist der Matthias und heute möchte ich euch gerne ein paar neue Ausrüstungsgegenstände von mir etwas näher vorstellen. Da haben wir zum einen mein neues Kochset, was am Montag bei der Wintertour mit Tom von Toms Autokanal gleich zum Einsatz kommen wird. Dann habe ich mir bei der Amazon Cyber Week einen Victorinox Messerschärfer bestellt. Dann haben wir hier eine kleine Alkohollampe, die ich euch gleich mal zeigen werde. Und dann haben wir hier zwei Sitzkissen. Fangen wir an. Ja, los geht's mit dem kleinsten Teil. Da haben wir hier eine kleine Alkohollampe, die ich mir wieder beim freundlichen Chinesen von nebenan bestellt habe. Das ganze Teil hat 2,50 Euro gekostet. Ist wirklich verdammt klein, verschwindet vollkommen in der Hand. Das ganze fast 10 Milliliter Spiritus ist aus Messing, sehr schön verarbeitet. Hat hier eine Kappe, wenn man die abdreht, kommt man an einen kleinen Docht, den man dann anzünden kann. Das ganze kann man dann noch weiter aufdrehen. Allerdings muss ich jetzt etwas vorsichtig sein, denn ich habe es schon mit Spiritus befüllt. Und dann kommt man zum Spiritusreservoir, der hier noch mit einer Dichtung zu ist, und dann sieht man noch einen größeren Docht, der da drin liegt. So, dann drehen wir das mal wieder zu. Und dann zeige ich euch mal, wie das Teil brennt. Der einfache Teil entzünden wir das Ganze jetzt mal mit einem Feuerzeug. Ich habe die Kamera mal etwas näher rangeholt. Das Teil hat eine sehr schöne Flamme. Es könnte auch eventuell dazu reichen, als Notkocher mal schnell eine Tasse Tee heiß zu machen. Dürfte das dann zwar etwas dauern, aber mit der Menge 10 Milliliter müsste das eigentlich klappen. Und ansonsten als Notlampe doch noch in Ordnung. Man kann den Docht immer noch nachziehen. Ich habe es jetzt auch schon ein bisschen brennen gehabt, habe es auch wieder ausgeboostet. Der Docht verbrennt wirklich kaum, also der Docht hält dann sehr, sehr lange. Die Gewinde laufen super und es nimmt echt nicht viel Platz weg. Als absoluter Notkocher vielleicht ganz gut zu gebrauchen. Ich werde es testen und euch wissen lassen. Weiter geht's mit dem Victorinox Messerschärfer. Der kommt hier in so einer Stiftform, wer ihn noch nicht kennt. Mit dem Victorinox Logo. Hat zwei Funktionen. Einmal nimmt man quasi die Kappe ab. Dann hat man hier quasi einen Keramikschleifstein, wo man das Messer durchziehen kann. Ich nehme mal gerade ein Messer zur Hand. Funktioniert sehr gut. Dann kann man den unteren Teil auch abziehen und hat dann hier einen größeren Schleifstein. Dann kann man ja die Hülle des unteren Teils auch nochmal drüber stülpen und hat hier quasi hier, und somit liegt der Schleifstein sehr gut in der Hand und dann kann man sein Messer entsprechend abziehen. Sehr schön, gefällt mir wirklich sehr gut und nimmt wenig Platz weg, ist jetzt Teil meines EDCs. Kommen wir nun zu Teil 3 meiner Ausrüstung. Da haben wir hier zwei faltbare Sitzmatten. Das System ist vielleicht bekannt von einer Isomatte, und zwar der Thermarest Z-Lite, die auch so nach dem Eierkartonsystem zusammengefaltet wird. Das heißt, ich habe hier Erhebungen und Senken und das passt genau in die Matte, in das andere Teil, in das Ziehharmonika-Teil unten drunter ran, so dass die Matte wirklich sehr wenig Platz wegnimmt im Rucksack und doch noch eine sehr hohe Komforttemperatur bringt, weil sie, wenn man eben drauf sitzt, sich in diesen Mulden eben die Luft fängt und man so eben ein wärmendes Luftpolster hat.
Ich hatte die Matte jetzt schon ein paar Mal dabei, als ich draußen mit meiner Frau unterwegs war im Wald. Frauen sind da ja ein bisschen empfindlicher. Und sie war echt froh, dass ich das Teil dabei hatte. Man hat immer warm gesessen. Es ist schnell mal an einem Ausrüstungsgegenstand draußen befestigt, an einem Rucksack. Hier, ich habe eine andere, die kam sogar in so einer kleinen praktischen Tasche, sodass man so selbst irgendwo dran hängen konnte. Das Teil wiegt quasi nichts. Ich glaube, das wiegt noch keine 50 Gramm. Ist eine echte Komforterweiterung, wenn man das möchte. Und ich finde das echt spitze. Hier ist Teil 4 meiner neuen Ausrüstung, mein neues Outdoor-Kochset. Bisher hatte ich dieses Kochset von der Marke Quechua, weiß nicht, wie man es ausspricht, aus dem Decathlon. Da ist jetzt noch mein Holzvergaser drin. Hat zwar gute Dienste geleistet, ist allerdings Aluminium und zwar unbeschichtet. Das gefällt mir nicht so gut. Ich wollte trotzdem was Leichtes haben, habe mich jetzt hier für dieses Kochset entschieden. Das besteht zwar auch aus Aluminium, ist allerdings beschichtet und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ja, das Ganze kommt in so einem kleinen Packsack, in dem man alles nochmal verstauen kann. Und darin befindet sich das komplette Kochset, das aus 4 Teilen besteht. Einmal den oberen Teil, der als Deckel sowie als Pfanne dient oder auch als Topf. Dann haben wir hier unten einen sehr großen Topf und in dem Ganzen drin nochmal das Ganze in einer etwas kleineren Form. Auch wieder ein Deckel, der gleichzeitig wieder als Tasse oder Pfanne oder Topf benutzt werden kann und somit wirklich multifunktionell ist. Das Ganze hier mit den Klappgriffen hat natürlich ein bisschen den Nachteil, dass man beim Kochen auf offener Flamme darauf achten muss, dass diese Griffe hier nicht verschmoren. Ich bin sogar noch am Überlegen, ob ich die Griffe nicht abmontiere, damit ich das Ganze dann mit meinem Topfhalter hier nutzen kann, weil das funktioniert auch recht gut. Da hat man wirklich einen super Griff. Und dann kann hier eben nichts verschmoren. Ja, wie gesagt, es ist Aluminium, aber es ist eben beschichtet. Quasi die Vorteile des Aluminiums, aber nicht die Nachteile mitgenommen. Titanium war mir momentan zu teuer. Und deswegen hier ein einfacheres Set, das man gleich mehrfach nutzen kann. Das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ist, dass ich hier meinen Holzvergaser so nicht mehr verstaut bekomme. Das heißt, da habe ich jetzt einfach ein zusätzliches ein größeres Packvolumen im Rucksack, das ich jetzt allerdings mit vielleicht Nahrungsmitteln auffüllen kann oder diversen anderen Sachen. Da muss ich mir noch was überlegen. Ja, das war es auch wieder schon fünf. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Das soll es für heute jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da oder einen Kommentar. Wer noch nicht abonniert hat, kann das auch noch gerne tun. Und ja, man sieht sich im nächsten Video. Ciao.